Hey Kinders, was geht bei euch ab? Heute geht es um ein Top 10, also um ein weiteres Top 10. Es geht um die Farmers. Das Ganze ist wie immer sponsert bei... Skin Baron, unserem Partner, wenn es darum geht, Skins für echt Geld zu kaufen und zu verkaufen. Link ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Platz Nummer 10, Farmers Crypsis oder Crypsis. Passt aktuell nicht ganz zum Wetter, weil es eher so nach Herbst aussieht, aber trotzdem ein schönes Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon dabei hatte, aber... Diesmal ist sie mir besonders ins Auge gefallen, zwar erst am Ende, sie ist aber in der Top 10 dabei. Der Preis bei dieser Farmers sieht dementsprechend auch aus, also eher sehr günstig, hat 20 Cent in Minimalware, also wem das Teil hier sehr zusagt, guck mal, für 1 Euro in StatTrak, für 50 Cent, da kann man schon mal, könnte man schon mal zuschlagen, sofern man die Farmers eben gerne spielt. Platz Nummer 9, Farmers Survivor Z. Die gab es schon sehr, sehr oft bei uns, schön ausgearbeitete Waffe, rot, mit Kratzern drauf. Diese Waffe hat bereits eine Zombie-Apokalypse überlebt, ne? Darum sieht die so aus. Und auch der Preis ist nicht wirklich apokalyptisch, also da kann man auch fast bedenkenlos zuschlagen, würde ich sagen. In FN 50 Cent, also 42 Cent, ähnlich angesiedelt wie die andere. Auf dem 8. Platz liegt die Farmers After Image und die ist, glaube ich, beim letzten Mal auch schon dabei gewesen. Und auch, also zumindest in meinen Augen oder in dem, was ich erlebt habe, irgendwie selten. Also ich habe die noch nie an jemandem gesehen, noch nie. Ich habe sie selbst nicht. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mit ihr spielt. Ich sehe generell nicht oft Leute, die Farmers spielen, aber ja. Und dann ganz im Speziellen dieser Skin. Also er sieht schick aus, finde ich. Und ist scheinbar, wir gucken mal nach dem Preis, vielleicht sehr begehrt oder gar nicht. Auswahl hat man zumindest fast keine. Das hier sind aktuell die Angebote, die drin sind. Die reichen von 5 Euro bis 100 Euro. Wow, da ist irgendein Sticker drauf. Hat der vielleicht... Okay, ich habe keine Ahnung, was für ein Sticker, wie viel wert ist. Aber immerhin hat die Steady. Aber sofern man eine gut aussehende StatTrak-Dingens haben will, kann man sich auch die für 15 holen. Die ist sogar vom Wear her besser wie die da unten. Also muss es wohl eher was mit dem Ding zu tun haben. Naja, vom Preis her ist die ja gar nicht so günstig, wenn man das so sieht, ne? Aber dann auch wiederum ist nicht so teuer, dass man meinen könnte, sie wäre extrem selten. Also. Platz Nummer 7, Farmers Neural Net. Gelb? Ja, sieht nett aus. Ist das bei mir jetzt hier ein Darstellungsfehler oder warum ist das jetzt hier einfach schwarz? Das sieht irgendwie komisch aus, als wenn das nicht mit Absicht wäre. Dass man das jetzt einfach hier so... schwarz macht. Vom Preis her fallen wir jetzt eher wieder ein Stück zurück. Also zumindest ein kleines Stück. Obwohl, Fabrik neu, 1 Euro ist echt nicht schlecht. Die ganzen Angebote, die aktuell vorhanden sind, sehr durchwachsen von eben 50 oder 33 Cent bis 30 Euro, 37 Euro. Und dabei ist die ja noch nicht mal so übel, ne? Die Stinks liegt auf dem 6. Platz. Der Sticker, den könnt ihr euch jetzt einfach wegdenken, wobei der sehr gut draufpasst. Die ist mir vorhin direkt ins Auge gefallen. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht so lange. Die kannte ich noch nicht. Steht es hier nicht irgendwo dabei, seit wann es die gibt? Ach, verdammt. Obwohl ich jetzt nicht der ultimative Fan von roten Skins bin, ist das eine Sache, die mir doch ganz gut gefällt. Vor allem eben diese Totenköpfe, die man ja doch immer wieder auf verschiedenen Skins drauf sieht. Also auch auf verschiedenen farbigen Skins. Und sowas spricht mich halt einfach an. Ich denke, das wissen wir alle mit dem Totenkopf und sowas. Schickerlagig. Und das Ding passt auch ziemlich gut drauf. Der Preis scheint auch jetzt etwas gehobener zu sein. Wir befinden uns in einem etwas höher gelegenen Segment. Kann man schon mal machen. Farmers Mecha Industries auf dem 5. Platz. Das ist die, die so ein bisschen an Halo erinnert mit diesen Beschriftungen oder eben auch an andere Spiele. Ich glaube, ihr habt beim letzten Top 10 Video vor 2 Jahren, hatten wir die, glaube ich, auch schon drin. Und da haben einige ein anderes Spiel noch zusätzlich genannt. Weiße Skins sind da eher selten in Counter-Strike, oder? Es gibt die Whiteout, es gibt die hier. Das war's. Ne, es gibt noch ein paar andere. Schick. Aber der Preis geht. Ja, geht, geht. Also es fängt zwar schon direkt bei 1, 2 Euro an, aber scheint jetzt hier, obwohl, davon gibt es wahrscheinlich, ja, okay, davon gibt es auch viele, davon gibt es auch mehrere Seiten, alles klar. Da gehen wir mal ganz kurz hier auf, teuerste zuerst. 50 Euro, ja, okay, und dann springt es aber direkt runter auf 30. Als nächstes und somit auf dem 4. Platz erscheint hier bei mir die Farmers Valenz. Gibt es auch als P250, glaube ich, und der Skin, der hat mir schon immer ganz gut gefallen. Er wirkt fast pulsierend, beziehungsweise eben von innen heraus brennend, gerade hier im vorderen Bereich, sehr schick. Und es wirkt eben auch sehr dynamisch. Und gerade bei der Farmers finde ich, die Waffe an sich wirkt dynamisch. Also wie so eine Sportwaffe oder so von einem Sportschützen, der jetzt aber, ja, also der richtig auf Zeit irgendwo rumballert. Zumindest wirkt sie in Counter-Strike so. Und der Preis ist auch recht sportlich, guck mal da, für 76 Cent. Hier in Minimalware fast, Fabrik neu, 1,54 Euro. Hier gibt es wahrscheinlich auch sehr viele. Ah ne, das ist die einzige Seite mit Angeboten. 45 Euro max. In kaputt, okay. Oh, die hat aber auch was, wenn das alles ein bisschen dunkler ist. Das sieht auch ganz schick aus. Aber ich nehme an, dass der Sticker oder die Sticker irgendwie den Preis nochmal ordentlich anheben. Aber das Preissegment hier oben, beziehungsweise das untere Preissegment, sieht dann doch auch recht angenehm aus, oder? Guck mal hier. Fast Minimalware, 79 Cent.
So, und jetzt folgen hier die Top 3. Ihr könnt also gerne raten, was da wohl stehen wird und in welcher Reihenfolge. Und mir natürlich auch gerne schreiben, was eure Top 3, Top 5 und so weiter Skins hier bei der Farmers sind oder einfach euren Lieblings-Farmers-Skin. Ihr habt kurz Zeit zum Nachdenken. Das war's. Platz Nummer 3, die Farmers Pals. Wunderschönes Teil. Die habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon hoch gepriesen. Die sieht man so an sich auch nicht sehr oft oder extrem oft in den Händen von Spielern. Ich habe sie bei Warlin schon oft gesehen, wobei er, glaube ich, eher auch die SG-Pulse spielt, da die Krieg. Aber ich glaube, die hat er auch. Extrem cooler Farbkontrast, so liebe ich das auf den Waffen. Preis geht eigentlich auch. Also der geht hier, bis auf die da unten geht der schon ganz gut. Ne? Also 2 Euro, 1 Euro, 3 Euro. Ja, im Schnitt ist halt hier im unteren Segment zwischen 3 und 7 Euro kann man hier wahrscheinlich was Gutes snacken. Alles darüber hinaus ist möglicherweise etwas haarig. Guck mal hier, in Fabrik neu 7,30 Euro mit Stat-Track. Aber was will ich denn noch mehr? Die Farmers Roll Cage liegt auf meinem zweiten Platz und gerade bei diesem Skin, finde ich, kommt dieses Sportschießen oder diese Dynamik am ehesten noch heraus. Ja, ich denke, das ist ja auch so sportlich rallymäßig angehaucht oder könnte auch auf einem Auto drauf sein. Also gerade halt auch mit dem Dreck, ne, das erinnert halt sehr an jemanden, der auch sich in den Dreck schmeißt, um dann irgendwelche Ziele anzuballern, dann rennen, also so ein bisschen Triathlon-mäßig auch. Schön. Und wisst ihr was? Der Preis ist nicht so schön. Also hier gibt es schon wirklich dicke Teile, wobei, ne, es gibt auch kleine, komm, der Preis geht. Es muss ja nicht direkt eine in perfekter Condition sein, ja. Also man kann ja auch mitunter für 2-3 Euro sich was raussnacken. Zumal wir hier eher auf einem Portal, also Skin Baron ist ja ein Portal, auf dem Leute ihre Sachen anbieten. Das heißt, das ändert sich ja auch bald täglich. Es kommen ja täglich Angebote hinzu, jetzt nicht zwingend hier bei der Roll Cage, aber insgesamt. Und wenn man die Augen offen hält und irgendwas Spezielles haben möchte, dann kriegt man das sicherlich auch für einen passenden Preis, ja. Und da kommt er auch schon, Platz Nummer 1. Die meisten werden es schon erraten haben oder erahnt haben. Es ist die Eye of Athena. Thing. Die athenische Eule, das Auge von Athen. Ein extrem krass gestalteter Skin, also es ist so viel drauf, hier die angedeuteten Federn und die Schwingen und so weiter und so fort, die Augen. Und wisst ihr, was auch cool ist? Der Preis geht vollkommen klar, guck mal, 1,76 Euro. Guck mal hier, Minimalware, unter 3 Euro. Also das ist wirklich nicht schlecht für so einen schönen Skin, ja. Wir wissen ja alle, dass der Preis nicht zwingend mit dem Aussehen direkt in Verbindung steht, sondern manchmal ja auch komplett hanebüchen wirkt. Ja? Also ein Skin, der extrem geil aussieht, kostet fast nichts. Und ein anderer, der aussieht wie hingeschissen, ist auch viel wert. Dabei ist ja eigentlich das Grundlegende bei den Skins, wie der Name ja schon sagt, also es ist ja eine Außenhaut, ja, also das, die Haut der Waffe, der Skin der Waffe. Es geht da ausschließlich ums Aussehen. Aber natürlich spielt da hauptsächlich das Haben und Haben wollen mit rein, ja, also Angebot und Nachfrage eben. Wisst ihr ja Bescheid, muss ich ja nicht erklären. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es freut mich, dass die Top 10 Videos nach wie vor auch noch neue Leute anziehen, die halt eben sagen, hey, yo, ich habe mich über die Top 10s gefunden und ach cool und ich schaue da immer wieder rein, wenn ich irgendwie was suche. Das kam jetzt, glaube ich, 2 Wochen lang nicht. Ich schaue jetzt wieder, dass es mindestens einmal die Woche kommt. Also ich habe mich selbst schon gefragt, wo es wieder bleibt. Darum, ja. Buff. Vielen Dank für die Kommentare, vielen Dank für die Likes und natürlich ein ganz großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder.